Ich bin Johannes Nünning, ich bin bei der Deutschen Telekom und ich habe dort ein internes Inkubationsprogramm Ucubate aufgebaut, das aus Mitarbeiterideen neue Geschäftsfelder schafft. Warum machen wir Ucubate? Eigentlich ganz einfach, Märkte kommen und gehen und jedes Unternehmen muss sich darum kümmern, neue Geschäftsfelder aufzubauen. Was mich immer schon fasziniert hat, ist, wie geht das eigentlich, dass aus einer Idee von ein oder zwei Leuten ein Unternehmen und ein Geschäft wird, was die Welt verändern kann. Ich bin jetzt seit etlichen Jahren bei der Telekom und ich weiß, dass wir coole Leute haben in der Firma. Und wenn es einen Freiraum gibt, die Ideen auch auszuprobieren und mal so in echt zu schauen, ob die im Markt auch überzeugt, dann bin ich überzeugt davon, dass wir auch eine Startbasis gefunden haben, um ähnlich wie Startups da draußen auch von innen heraus neue Dinge zu bewegen. Das U in Ucubate steht nicht nur dafür, dass wir You, also dich als Mitarbeiter ansprechen wollen, sondern auch für U-Boot. Das heißt, wir haben vor 2 Jahren angefangen und nicht im Geheimen, aber sozusagen underground mal ausprobiert, geht das überhaupt in so einem Tanker, sozusagen heimlich ein Rettungsboot zu bauen und das vom Stapel zu lassen und zu Wasser zu lassen und ganz wichtig, die Leine auch zu kappen zum Tanker. Und wir haben seit 2 Jahren jetzt etliche Teams an den Start gebracht und es funktioniert. Das Ucubate-Programm gibt es seit ungefähr 2 Jahren und ich sage immer, wir sind jetzt so an der Phase als Programm zwischen Closed und Public Beta. Das heißt, wir haben knapp 100 Ideen jetzt angeschaut, wir haben 7 Projekte unterwegs, davon auch schon einige im Markt wirklich als Public Beta getestet und sind jetzt vor der Phase, viel, viel mehr Ideen aus der Telekom in das Programm sozusagen reinzukippen und zu screenen, um die Spreu vom Weizen zu trennen, um wirklich coole Ideen und wirklich coole Teams zu identifizieren, die wir dann mit einem großen Rückhalt dann auch wirklich zu einem neuen Geschäftsfeld entwickeln wollen. Also wir haben klein angefangen und wollen jetzt groß werden. Erfolg ist auf jeden Fall, dass wir sehr schnell und sehr kostengünstig aus Ideen Prototypen gemacht haben, die im Markt verprobt haben, die auch als Closed und Public Beta im Markt gelauncht haben und wirklich auch da draußen im echten Leben gelernt haben, was an der Idee dran ist und ob es Sinn macht, weiterzumachen. Insofern haben wir auf jeden Fall einen Success. Wir haben aktuell 7 Teams am Start und eine Idee, von der ich kurz sprechen möchte, die steht kurz vorm Public Beta. Im Spätsommer voraussichtlich gehen wir damit raus in den Markt. Da geht es darum, dass wir einen Marktplatz bauen werden. Groß gesprochen bauen wir da das Amazon für Customized Products. Und was wir nicht brauchen, ist Lagerhaltung. Und das ist ein großer Vorteil, den wir uns in dem E-Commerce-Modell letztlich versprechen. Also was auf die Dauer entscheidend sein wird für dieses Programm ist, dass von Top-Management-Seite Support da ist und da jemand ist und sagt, ich will das. Und wenn erkennbar wird, dass wir aus der Telekom heraus in der Lage sind, was Neues auf die Straße zu bringen, wenn man etwas sehen kann, dass dann auch die Überzeugungskraft entsteht, zu sagen, das machen wir jetzt auch. Ich finde das gut, lass uns weitermachen. Und das Coole daran ist, wir ja eben nicht nur Ideen haben, die auf dem Papier stehen, sondern wir haben Teams, die hinter ihrer Idee stehen. Und die haben viele Fehler gemacht und viele Erfahrungen gesammelt, viel gelernt. Und die haben eine Überzeugungskraft, die irgendwann auch in einem Konferenzraum spürbar wird. Und da bin ich einfach überzeugt davon, dass wenn man hartnäckig genug bleibt und nach einer Lösung sucht, im Konzern irgendwann jemanden trifft, der sagt, finde ich super, mach weiter.